In 5 Stunden von jemand klickt auf einen falschen Link zu, das gesamte Unternehmen ist verschlüsselt. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmidt. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Aber bevor wir zu einer internationalen Cybercrime-Bande kommen, geht's zuerst nach Deutschland. Es gibt Schlagzeilen um die IT-Firma FinFisher bzw. ihr Produkt FinSpy. Das ist eine sehr mächtige Spionagesoftware, die unter anderem an die Polizei verkauft wird. Aber wie das so ist mit Schadsoftware, lässt sich die, wenn sie irgendwo vorkommt und auftaucht, durchaus auf ein Unternehmen oder eine Cybercrime-Bande zurückführen. Ähnliche Merkmale im Code, einfach bestimmte Schnipsel, bestimmte Textbausteine, die da drin vorkommen, lassen hier einen Rückschluss zu. Und so ist es passiert, dass FinSpy 2017 in der Türkei gesichtet wurde. Brisantes Detail, eigentlich darf das Unternehmen die Software nicht in die Türkei verkaufen. Es gab eine Beschwerde seitens netzpolitik.org und jetzt sind die Büros und andere Schauplätze von FinFisher durchsucht worden. Bin gespannt, was sich da noch ergibt, aber interessant, dass man hier wirklich um eine Genehmigung ansuchen muss, um solche Software bestimmten Staaten verkaufen zu dürfen. Eine Organisation, der das mächtig egal ist, ist Ryuk. Das ist eine Cybercrime-Bande, die in letzter Zeit sehr viel für Schlagzeilen sorgt. Das ist die Bande hinter dem Angriff auf die UHS, wo 400 Krankenhäuser bzw. Healthcare-Facilities stillstanden. Und das FBI hat geschätzt, dass seit Februar 2020 61 Millionen Dollar an diese Bande bezahlt wurden. Das sind dann Einkommen aus Ransomware. Unternehmen werden verschlüsselt, es wird Lösegeld bezahlt, damit man die eigenen Daten wieder bekommt. Und das ist beeindruckend, wie streamlined die den gesamten Prozess schon haben. Und zwar hat hier eine Security-Firma eine Timeline eines eindrucksvollen Angriffes etwas genauer betrachtet. Um 17 Uhr wurde auf eine falsche E-Mail geklickt. Um 19.41 Uhr, da haben sie sich etwas Zeit gelassen, beginnt ein wenig Recon, um anzuschauen, was gibt es da für Rechner, wo können wir hin und so weiter und so fort. Und nur 7 Minuten später wird der Zero-Log-On-Exploit verwendet. Wir hatten den schon mal in einer früheren Folge. Der ermöglicht es, nur mit einem unprivilegierten User-Account das Passwort des Domain-Controllers, sozusagen des Masterminds hinter dem Unternehmensnetzwerk, zurückzusetzen. Zu dem Zeitpunkt besitzen sie quasi schon das gesamte Netzwerk und schauen sich nur mehr an, wo man am besten die Ransomware platziert. Man will hier als Cybercrime-Bande natürlich vermeiden, dass es noch irgendwo Backups des ganzen Datenbestandes gibt. Das heißt, nach 4 Stunden 10 haben sie den Backup-Server gefunden und von dort aus auch die Infektion mit Ransomware gestartet. Nach 5 Stunden ist der Spaß vorbei und das gesamte Unternehmen verschlüsselt. Das heißt, wenn das Team nach 2 Stunden nicht schon aktiv versucht, Ryuk aus dem Netzwerk zu entfernen, sinkt die Chance auf den Erfolg immer weiter. Und das ist ein absurd kurzer Zeitraum. Also da muss man eigentlich als kleineres Unternehmen wahrscheinlich hoffen, nicht irgendwo am Radar von Ryuk zu landen. Was hätte man tun können, um das Ganze zu vermeiden? Wäre der Patch für die Zero-Log-On-Vulnerability installiert gewesen, hätte Ryuk um einiges länger gebraucht von dem User-Account, den sie mit dieser Phishing-Mail erwischt haben, bis hin zum Domain-Controller, der es dann im Endeffekt ermöglicht, das gesamte Unternehmen zu verschlüsseln. Hätte der Zero-Log-On-Exploit hier nicht funktioniert, dann wäre es nie zu dieser Rekordzeit gekommen, wo wir schon bei Erpressung sind. Jemand gibt sich im Moment als APT, als Advanced Persistent Threat, also eine sehr fortgeschrittene, meist staatliche Hacking-Gruppe aus. Warum? Dieser Akteur bedroht einfach Unternehmen, indem er sagt, hey, wenn ihr nicht bezahlt, dann nehme ich euch mit einem DDoS-Angriff offline. Versucht haben die das bei TravelX, das ist ein Unternehmen, das wir, glaube ich, in der 1. oder 2. Hacks der Woche-Folge schon hatten. Die haben damals das Lösegeld bezahlt und vielleicht ist da geglaubt worden, dass die nun ein leichtes Ziel für Erpressungen sind. Diese Form der Cybercrime ist eher selten von Erfolg gekrönt. Wenn ein Unternehmen das Geld nicht im Internet verdient oder über die Webseite verdient, dann ist DDoS eigentlich nur nervig. Und wenn man wirklich so viel Geld macht, dass das ein Faktor ist, dann gibt es entsprechende DDoS-Schutzmaßnahmen, die man treffen kann und die auch sehr wahrscheinlich schon getroffen wurden. Das sind also sehr wahrscheinlich keine
Hacker, sondern eher einfach Erpresser, die mit dem Offline-Nehmen von Webseiten irgendwie Geld verdienen wollen. Das war's für heute. Likes, Kommentare und Feedback sind wie immer erwünscht. Bleibt zu hoffen, dass uns niemals unser Unternehmen innerhalb von 5 Stunden unter den Füßen weggezogen werden kann und dass im CRM von Ryuk nicht irgendwo ein Dollarzeichen neben unserem Namen steht. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.